Hallo und guten Tag, liebe Sinne 2012 TV-Zuschauer. Ich freue mich, wieder ein Interview machen zu dürfen. Heute mit einem speziellen Gast, der in den letzten Wochen und Monaten vermehrt auch im Internet aufgetaucht ist, mit einem Thema, das uns aber schon seit einigen Jahren auch beschäftigt, mich vor allem auch. Und es geht um die innere Erde. Gibt es eine Zivilisation in der inneren Erde? Ich begrüße hier recht herzlich und mit Freude die Christa Leib-Jasinski. Sie ist heute hier zu mir nach Thun gekommen. Danke vielmal für deine Zeit. Wir werden uns heute unterhalten über eine Zivilisation im Inneren der Erde, über deinen leider verstorbenen Mann, der Alf, der die ersten Bücher auch oder das erste Buch selbst geschrieben hat. Das erste und das zweite zur Hälfte. Und das zweite noch zur Hälfte, was du dann zu Ende geführt hast mittels seinen Tagebüchern. Wo ich sagen darf, haben wir heute hier ein Originalexemplar, was wir noch anschauen werden. Freue mich sehr darauf. Und ja, so möchte ich eigentlich die ersten Fragen formulieren. Ich weiß, draußen sind Gespräche losgegangen von deinen Vorträgen und Interviews mit dem Michael Vogt, Bruno Württemberg und so weiter. Da ist eine rechte Diskussion losgegangen und auch zum Teil kommen da auch Fragen, wenig Zweifel. Es ist ein Thema, das wir nicht greifen können. Du kannst nicht. Ist sehr, sehr ein schwieriges Thema und da möchte ich heute ein wenig darauf eingehen, wie das zustande kam, wie hast du das erlebt, als im 2002 dein Mann so das erste Mal zurückkam. Man hatte ja schon ein wenig Vorahnung, auch durch die Orden, wo er schon drin war, war er interessiert, er hatte schon höheres Wissen, was mit dir geteilt wurde, also es war kein Zufall. Aber wie war das für dich, als er dir da von der inneren Erde und von Frillmenschen und so weiter erzählt hat? Ja, Alf hatte sich immer für dieses Thema interessiert. Es war immer wieder auch mal auch bei uns ein Gesprächsthema. Ich habe es einfach so hingenommen. Ich bin, seit ich zurückdenken kann, für ganz viele Dinge sehr offen. Ich beschäftige mich, obwohl ich auf der einen Seite wissenschaftlich vorgebildet bin, zumindest in gewissem Maße. Ich habe mal Chemielaborantin gelernt und habe lange Zeit im Labor gearbeitet. Habe aber immer ganz früh gemerkt, dass man alle Themen auch darüber hinaus betrachten kann. Also ich habe von Anfang an auch sehr früh gelernt, meine rechte Hirnhälfte zu benutzen und Dinge darüber hinaus zu entdecken. Und als Alf das erste Mal von Innererde sprach, das war noch bevor er Kontakte hatte, war für mich, ja, das ist möglich. Und als er die ersten Kontakte bekam, war wohl meine Frage höchstens, warum du? Ja. Und und dann hat er auch in der Erde gefragt, warum ich? Und man hat ihm dann einfach gesagt, du hast es in deiner Seelensignatur. Die Innerirdischen bezeichnen das, was wir als Aura bezeichnen, als die Signatur der Seele. Ja, also da eine gewisse ist, Schwingung, ja, da ist alles Frequenz. Gespeichert aus früheren, ja, Leben, und so weiter. Und er muss wohl in früheren Leben diese Kontakte schon gehabt haben und sie haben ihm gesagt, das war einfach ein Aufbau auf dieser Signatur. Alf hätte auch oft gerne gehabt, dass ich mit einfahren kann. Er hat immer wieder mal gefragt, warum ich nicht. Und dann hat man ihm auch gesagt, sie hat es nicht in der Seelensignatur. Und sie können einfach nicht jeden einladen, der es gerne würde, da wären sie völlig überfordert. Selbstverständlich, selbstverständlich. Da kommt eigentlich das Nächste. Was sagst du den Menschen, die jetzt draußen sind? Ich denke, du bekommst auch zum Teil E-Mails, die vielleicht auch nicht immer so schön sind. Kann das sein?
So viele nicht. Okay, das ist ja schon mal schön. Ja. Aber was sagst du? Kommt vor, aber so viele sind es nicht. Schön, bin ich mich froh. Aber was sagst du den Menschen, die vielleicht ein Interview gesehen haben, einen Vortrag gesehen haben, das Thema ein wenig schon kennen, Admiral Byrd und so weiter, und dann aber sagen, ja, die Christa, was die erzählt, ich glaube das nicht. Es ist ja auch vom Hörensagen, auch wenn es vom eigenen Mann ist. Also, was sagst du da? Weil du bist ja die Drittperson eigentlich, die jetzt das rausgibt. Ja, das stimmt. Was sagst du da? Ja, also was ich ganz oft sage, ist, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich mir vor 15 Jahren das geglaubt hätte. Also ich kann jeden verstehen, der sagt, ich kann mir das nicht vorstellen und ich kann es nicht glauben. Ja. Das ist sicher auch so, man muss ja die Menschen, wenn er noch nicht so weit ist, ist vielleicht auch das Ja, ich Wissen weiß noch nicht, ob das mit für, nicht so weit, das, ist, das hört sich so von oben herab an. Ja, also ja. Ich kann jeden verstehen, der einfach erstmal zweifelt. Ja. Ja. Ich glaube auch nicht alles sofort. Ja, ich gehöre auch zu den Menschen, die zumindest dann selbst nachforschen. Ich erwarte nicht von anderen Beweise, ich forsche selber nach. Aber ich kann jeden verstehen, der sagt, ich würde gern Beweise sehen. Es ist ganz schwierig. Es ist ja schwierig. Du hast jetzt genau den Punkt gesagt, den wir als Wahrheitssucher, sage ich mal, wirklich wichtig ist. Wenn man wissen will, forscht man selbst nach. Aber ich kann jetzt tagelang graben. Ich komme nicht an, also ich werde nicht selber nachforschen können und das ist das Spezielle an diesem Thema. Yeah. Wenn es darum geht, um hinterpolitische Angelegenheiten, was auch immer aufzudecken ist, das kann ich nachforschen. Mm-hmm. Das ist irgendwo in der alten Geschichte der Erde ist es noch zu finden. Aber dieses Thema ist wirklich, ich muss da vertrauen. Also was ich sagen kann, für mich ist das nicht mehr eine Frage, ob oder so, für mich ist es klar, ich spüre das. Es ist auch physikalisch eigentlich logisch, dass die Erde hohl ist, dass eine Kugel, die mit diesen Geschwindigkeiten durch den Raum flitzt, hohl sein muss. Und da wäre eigentlich dann noch auch ein Thema, was sicher hier auf der Erde für mich nie so glaubwürdig war, der Aufbau der Erde. Hat der Alf da irgendwas mitbekommen? Haben die ihm erklärt, wie die Erde funktioniert? Ja. Vorweg, Alf war kein Wissenschaftler und eigentlich kein Forscher in dem Bereich. Ihn haben ganz andere Fragen interessiert. Alf war ein Mensch, den hat unsere Geschichte interessiert. Alles, was damit in Zusammenhang steht. Alf war ein Bibelforscher, den haben die Inhalte der Bibel interessiert. Wie bringt er das zusammen? Da ist ganz viel auch in der Bibel zu finden und solche Dinge. Aber so Fragen wie Aufbau der Erde, die kamen dann von mir. und natürlich hat er dann auch in meinem Auftrag in Inner Erde Fragen gestellt. Manches hat er nicht begriffen, weil es war nicht sein Thema. Er hat mir dann das so wiedergegeben, wie er es begriffen hat. Aber wie ist das aufgebaut? Also die Erde ist innen tatsächlich hohl. Die Erdkruste ist etwa 1300 bis 1600 Kilometer dick. Gravitation, wie wir sie uns vorstellen, funktioniert nicht. Es gibt allerdings ein Zentrum dessen, was wir als Gravitation bezeichnen, das ist im Erdmantel. Im Innern der Erde existiert eine Sonne, die auf kalter Fusion basiert, genauso wie unsere äußere Sonne. Unsere äußere Sonne ist nicht heiß, wie unsere Wissenschaftler sagen. Sie ist, gut, kalt ist sie auch nicht. Kalt ist jetzt weit, weit. Ich glaube an diese 5000 Grad auf der Oberfläche, aber das würde ja für eine heiße Fusion, für wie Sie es erklären, nicht möglich sein. Ja, das wären genau. Dann Milliarden Grad, ja, genau. Denke ich mal. Ja. Und die äußere Sonne und die innere Sonne sind in Interaktion. Also wenn auf der äußeren Sonne starke Sonneneruptionen sind, gibt es die auch im Innern. Das steht also alles in einem Zusammenhang. Und wie ist es ansonsten? Ganz wichtiges Thema.
Das gehört zu dem Beispiel für mich Beweise. Ja? Alf hat mir erzählt, wie in der Erde aussieht. Und da kam zum Beispiel vor, dass bei dieser Erklärung von in der Erde, dass unsere Kontinente auf Wasser schwimmen. Und wie erstaunlich, seit kurzer Zeit stellen Wissenschaftler fest, je tiefer sie bohren, umso mehr kommen sie auf Wasser. Das ist jetzt ganz neu, was sie entdecken. Und durch solche Dinge wird natürlich das wiederum bestätigt, was Alf mir gesagt hat. Was da von innen raus kommt über die Bücher. Ja, auch auf der Obererde, bei uns auf der Oberfläche, sind momentan sehr, sehr viele Neuigkeiten, Entdeckungen, auch mit diesen neuen Systemen von Geoscanning, wo sie tief in die Erde scannen können, findet man Höhlensysteme, riesige Dome mit Apparaten und ganz spezielle Sachen. Also da ist wirklich... Es wird im Augenblick immer mehr bestätigt von dem, was Alf mir vor langer Zeit erzählt hat, ja? Ja. Aber dann kann man das sich so vorstellen, dass die Sonne mit unserer Sonne, gibt es denn da auch, weil wir wissen ja, unsere Sonne, wenn es da Stürme gibt, elektromagnetische Stürme, dass das hier auf der Erde auch Auswirkungen haben kann. Jetzt wäre uns ja die innere Sonne und den Menschen innen natürlich noch viel näher als die äußere Sonne, als unsere Sonne hier. Und wenn die interagiert, hat ja die gleichen Aktionen, die da gehen, also auch die Auswürfe, die Explosion, alles das. Gibt es dann da auch diese Schwingungen, also diese elektromagnetischen Stürme? Ja, gibt's auch. Kann das Erdbeben auslösen, auch bei uns draußen vielleicht? Was Erdbeben anbetrifft, da bin ich jetzt überfragt. Aber Auswirkungen haben diese Sonneneruptionen auf jeden Fall. Auf jeden. Ja. Ach ja, und was ich vergessen habe, eben um die Sonne herum im inneren Bereich ist ein Vakuumgürtel. Ohne diesen würde das Ganze nicht funktionieren. Und dahinter kommt dann erst das, was wir Atmosphäre. Muss ja sein, sonst wäre es ja nicht lebensfähig eigentlich. Ja, genau. Ja, verständlich, unsere Sonne ist ja auch im Vakuum. Ja, genau. Absolut verständlich, wenn das interagiert. Was mich auch Wunder nimmt, ist, im Netz steht auch so viele Sachen, deine Geschichten, deine Bücher füllen auch viel auf. Also es ist wirklich so, dass viel bestätigt wird, auch von der Geschichte von Bird oder von dem Fischer mit seinem Sohn, der da plötzlich innen... und manche Sachen stimmen nicht überein. Manche Sachen stimmen auch nicht, wie mit der Stadt zum Beispiel. Da hatte ich dann auch eine Frage mit den Städten, mit den Kontinenten. Das ist ja innen auch nicht ganz so groß, eben diese 1600 Kilometer mal 2 im Durchmesser weniger, ist dann innen eigentlich die Fläche, kann man davon ausgehen. Also auch ziemlich groß, war Alf immer am gleichen Ort drin? Nicht immer, aber zum größten Teil schon. Zum größten Teil war er unterhalb Europas und das nennen die dort Endavin. Okay, ist das ein Kontinent oder ist das ein Dorf? Das ist ein Kontinent. Okay, also gibt es die Kontinente wirklich, wie auch in anderen Geschichten beschrieben werden? Ihr habt auch aufgeschrieben, Shambhala, Agartha, Neuschwabenland, Goldene Stadt heißen, und so weiter. Weiß ich nicht, aber Städte gibt es nicht. Sie sind beschrieben, sowohl von Olaf Janssen als auch von Admiral Byrd. Was die aber beschreiben, ist was ganz anderes. Sie sind durch die Pole reingekommen und in der Nähe der Pole gibt es im inneren Bereich Raumhäfen. Und sie haben halt einen Raumhafen gesehen und haben das für eine Stadt gehalten jeweils. Also die Innerirdischen leben nicht in Städten. Und Raumhafen kannten die nicht. Und... Natürlich riesig. Ja, und haben das für eine Stadt gehalten. Okay. Und das haben auch die Innerirdischen so erklärt. Ja. Aber ansonsten eigentlich auch die Geschichte vom Admiral Byrd mehr oder weniger bestätigt. Ja. Dass das so stimmt und der da von UFOs begleitet wurde und gelandet. Okay. Und
Also das ist schon mal auch für mich wieder, weil es ist ja riesengroß. Also er kann ja nicht wissen, wenn er auf dieser Seite von Europa ist, was ist aber auf der Seite, wenn einer von China her reingeht. Das ist ganz anders. Ja, er war nicht überall. Er war hauptsächlich unter Europa. Er ist einmal unter Russland, glaube ich, gewesen, aber so groß gereist ist er da nicht. Und in dieser ganzen Zeit, er ist ja gute 10 Jahre rein. Ziemlich genau zehn Jahre rein und raus und das manchmal mehrfach die Woche. Ist zwei, drei, vier Mal, sagst du. Zweimal die Woche. Ist vorgekommen, manchmal aber auch längere Zeit nicht. Das lag immer an Alf. Ja, ja. Und da ist natürlich auch auf mich zu, jetzt schon in Anbetracht auf dieses Interview, auch die Fragen gekommen. Ja, frag sie mal, wieso gibt es in diesen langen Jahren, von diesen vielen Kontakten, auch Freundschaften, die entstanden sind mit dem Innerirdischen, wo er auch auf die Oberfläche gekommen ist, in Cafés ging, wieso gibt es da nichts an irgendein Geschenk, ein Artefakt, ein Stoff, die haben ja so schöne handgefertigte Stoffe gemacht und da gibt es nicht, keine Zeichnung, kein Foto, gar nichts. Doch, ein Foto habe ich und zwar von Mara, das ist die Frau von Ülür, die sind beide in den Büchern beschrieben und sie war mal mit Alf im Café und sie hat zugelassen, dass Alf sie fotografiert. Ein Foto? Ja, es gibt ein Foto von ihr. Aber wenn ich das zeigen würde, es würde für niemanden ein Beweis sein, weil sie sind Friel und die Friel sehen aus wie wir. Ganz ähnlich wie wir, ja. Ja. Also könnte dann auch eigentlich fast gegenteilige Wirkung haben. Man kann irgendwas zeigen. Oder kommt dann der die Beweise fordert, sagt dann, ja, man kann ja irgendwas zeigen. Es hätte irgendeine Frau von uns sein können, die er da fotografiert hat. Ja, ja. Aber was wir heute haben, und ich das ganz, ganz schön finde, das ist ein Original-Tagebuch vom Alf, was du, wenn du auf Reisen bist, auch wenn du die Nacht nicht schlafen kannst, was hier zum Glück nicht der Fall war, aber dass du noch ein bisschen tippen kannst, abtippen kannst. Hast du ein Buch, du hast gesagt, es sei Zufall, ich glaube, es muss so sein, dass wir heute was zeigen können. Ja, ich habe mir ein Ziel gesetzt, dass wir zum April das nächste Buch rausbringen und für mich bedeutet das, dass ich Mitte Februar fertig sein muss, weil es braucht ja dann Zeit fürs Layout, fürs Lektorat und Druck und so weiter. Das heißt, ich stehe, das ist für mich ein sehr hochgesetztes Ziel, das bis dahin zu schaffen und ich nutze im Augenblick jede Gelegenheit zum Tippen. Und da habe ich gedacht, vielleicht komme ich in Thun zum Tippen und habe das Buch mitgebracht, was ich bisher noch nie gemacht habe. Ja. Sehr schön, und, musste so sein. Ja, genau. Und ich habe das hier. Das ist... Und nur so zum Sagen, also ich habe gesagt, darf ich da eventuell einen kleinen Ausschnitt vorlesen? Und die Christa hat gesagt, selbstverständlich. Dann habe ich das probiert und ich habe dann zurückgefragt, würdest du das vorlesen? Weil er schreibt zwar sehr, sehr schön, aber ich kann das nicht alles lesen, so auf die Schnelle und fließend. Und darum möchte ich sagen, wäre schön, wenn du vielleicht einen passenden Abschnitt oder so daraus vorlesen kannst. Ich kann das auch mal so zeigen. Also auch vorne ist das schön beschriftet, ein normales Büchlein, was man im Laden kaufen kann. Vom 30.03.06 bis 16.06 hat der Alf da reingeschrieben. Also man sieht auch in diesen 3 Monaten, es ist eine ganz, ganz große Arbeit. Das ganze Büchlein ist vollgeschrieben. Und also das sieht man hier und was auch zum Vergleich, weil ich wirklich denke, also für mich ist das auch, zeigt auch ganz klar, dass nicht die Christa das selbst geschrieben hat und irgendwas da erzählt. Also sie schreibt hier ein echtes Tagebuch ab, was nicht von ihr ist, weil hier habe ich dann Notizen von Christa und man sieht, also diese Schrift, die kann man nicht so ändern und fälschen und dann so schreiben, wie im Tagebuch. Also das ist für mich schon mal wirklich ein Beweis, dass das nicht deine eigenen Worte sind. Das sind ja so Sachen, die können aufkommen. Wie gesagt, für mich ist innere Erde Fakt.
Und zwar schon länger, da braucht es nicht die Christa Jasinski dazu. Für mich ist das schon länger Fakt. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir das auch wirklich gut hinterfragen, was da auf uns zukommt. Die ganze Desinformation ist groß und es ist unsere Aufgabe, das zu hinterfragen. Und danke dir, Christa, dass ich auch ein bisschen kritisch das fragen darf. Super. Jetzt wäre es schön, wenn du uns da mal was vielleicht im neuen Buch dann im April auch stehen wird, dann können die Menschen sogar vergleichen, genau. Das ist eins zu eins abgeschrieben. Und ich gehe ganz bewusst jetzt an eins, was ich gerade angefangen habe abzutippen, weil das ist ein Thema, da kann man wirklich nicht sagen, dass ich das irgendwo anders abgeschrieben haben kann. Ja, ich habe da ganz kurz reingeguckt. Und zwar hat Alf in Innererde oder von Innererde erfahren, dass es in jedem bewohnten Sonnensystem oder belebten Sonnensystem einen Planeten gibt, der nicht sichtbar ist, der nicht, der im feinstofflichen Bereich sich befindet, den auch die Innerirdischen nicht genau definieren können. Es ist, er macht wohl, gibt wohl fluoreszierendes Licht ab. Das kann man messen, aber man kann ihn nicht, also sie können nicht drauf landen oder er ist da. Und das war Thema von Alf mit Frederik. Alf hat da einige Spekulationen gemacht dazu und jetzt ist er wieder eingeladen nach Innererde und jetzt will er wissen, ob seine Spekulationen stimmen oder ob er völlig daneben liegt. Okay, spannend, danke. Ja. Er fragt dann einen Voltren, das ist eine Spezies, die zu Gast in Innererde ist. Und der erklärt das, aber er erfährt, dass es auch nur Spekulationen sind, weil sie es auch nicht genau darstellen können. Ja. Für uns ist diese Planetenkonstellation mehrschichtig und Grundlage unseres Glaubens an höhere Führung, folgerte er. So wirken diese Planeten durch mindestens 8 Dimensionen, vielleicht sogar noch mehrere. Er baut sich aus einer für uns unerklärbaren Feinstofflichkeit, einem Geistfluidum auf und gestaltet sich durch alle menschlichen Hierarchien im Kosmos. So sagen wir, er ist ein denkender Planet in Ermangelung eines Besseren. So ist er erst den Seraphinen zugänglich oder den Seraphim, die allerdings nichts Wirkliches darüber berichten. So hüllen sich auch, sie hüllen sich in Schweigen, lediglich und sprechen lediglich vom Geist der Sophia, der entweder Weisheit gibt oder nimmt. So soll, ich muss auch gucken, also es ist, ich kann auch nicht so fließend diese Schrift lesen. Ich verstehe es, kein Moment. Problem. Aus ihm her, so soll das Edische, da habe ich jetzt dran gezweifelt, damit meint er, das ist Alfs Art auszudrücken, ich glaube nicht, dass ich das Wort so übernehme ins Buch, damit meint er das Paradies Eden, daraus hervorgehen und auch wieder in ihm gründen. Möglicherweise ist es das jeweilige Menschenbewusstsein eines Sonnensystems, das bewohnt ist, wo es kein menschliches, sondern nur rein pflanzliches oder tierisches Bewusstsein gibt, finden sich diese Planetoiden nicht in diesem Ausmaße. Sie sind dann vom Menschenwesen zu betreten. Wir glauben also, durch eine menschliche Aktivierung so eines Planeten entsteht überhaupt erst die solare Idee zur Menschwerdung. Wird dann ein Planet im System oder mehrere zu Menschensphären erweckt, ist für jene Menschen ein Zugang nicht mehr physisch möglich. Möglicherweise das lebendige Morphofeld, das dann nur noch geistig anzurühren ist. Dahinter spricht zwar eine Unlogik, aber wir können nicht alles nur mittels physischer Logik erfassen. Unsere These, dieser Planet, in Anführungszeichen gesetzt, den Planet, ist ein lebendiger Geist mit den jeweiligen Seeleninhalten des Systems. Eine pur geistige Methode der Schöpferwesen, um ständigen Kontakt zu halten. Meine Vorfahren berichten von einem bezeugten Fall, wo sich eine planetare Menschenspezies gegenseitig gänzlich vernichtet hat und sich anschließend so ein Geist-Weisheitsplanet aus dem System zurückgezogen hat. Wohin ist nicht dokumentiert. Also es ist jetzt
ein Ausschnitt. Spannend, vor allem auch, weil ich gestern, ich habe nicht gewusst, wieso dass das der Grund ist, aber ein spannendes Video, eine Freundin hat das Video auf YouTube aufgetan, ich weiß nicht mal, wie es heißt, aber da ging es genau bei der einen Mondlandung, weiß nicht bei welcher, wurde im Hintergrund auch wirklich so eine Lichtkugel draußen im All, und dann haben die das irgendwo gefiltert oder so, und man sah, da ist eine Kugel, da ist ein Planet, aber unsichtbar. Und er beschreibt, also für mich auch sofort irgendwo das morphogenetische Feld, eben wirklich wie heute Google oder Facebook auch riesige Serveranlagen irgendwo in Schweden oder Finnland haben und das alles sammelt von der Welt. Also dort ist das Wissen von Google einem Serverort. Ja. Also vergleichbar mit dem ist sehr, sehr, sehr spannend. Ja. Ich freue mich auf das Buch. Und ich denke, das ist wirklich auch schön jetzt zu hören, weil man hört, wie er schreibt, dass es andere Worte sind, weil du vieles vielleicht auch noch umformulieren musst, was dann da reinkommt. Ja, also wenn ich da das Wort, wie er es benutzt hat, edisch nehme, dann weiß keiner, was ist damit gemeint. Ja. Genau, genau. Super schön. Danke vielmals für diese Stücke. Also ich bin auch schon wenig, auch wieder beruhigt, dass wir da was zeigen konnten. Wir haben aber auch ganz, ganz viele auch positive Themen, die da drin auch passiert sind. Was ist so das Highlight, wo der Alf erzählt hat? Also er hat ja auch das Ding, wenn er raufkam, war er nicht mehr so zufrieden. Also er hat ja auch mal beschrieben, dass wenn es eine Hölle gibt, die eigentlich hier oben ist, und jedes Mal, wenn er wieder raufkommt, die Schwere des Lebens und alles einfach Wahnsinn ist, hat er aber auch schöne Sachen erzählt, also Sachen, die er vielleicht auch hier auf der Obererde dann wieder brauchen konnte. Ja, also ganz oft geht es darum, wie können wir das hier oben verändern, und was für mich ganz wichtig ist, dass es aus diesen Gesprächen herauskam, dass wir Menschen eigentlich sogar sehr mächtig sind. Und dass es für uns überhaupt eigentlich, wenn wir uns darauf wieder besinnen, was wir sind, wer wir sind, gar nicht so schwierig ist, da wieder rauszukommen und wieder in unsere Kraft zu kommen. Es wird so oft erzählt, ganz, ganz oft, welchen schlechten Einflüssen wir hier ausgesetzt sind, wenn man sich im Internet umschaut, wenn man bestimmte Bücher liest, oder dass der Mensch, dass das hier ein Zuchtplanet sein soll und was da alles rumgeistert. Und hier in diesen, also bei diesen Einfahrten kam heraus, das ist alles unsere Vorstellung, weil wir sind eigentlich Schöpfer, und jeder Mensch gestaltet sein eigenes Umfeld, und wir sind und können das sein, was wir uns selber vorstellen. Was für mich auch ganz wichtig ist, in Buch 1 hat Alf zum Beispiel in einem Gespräch zum Ende des Buch 1 rausgestellt, wir sollen uns mit dem Elektron beschäftigen, und das habe ich getan, und da habe ich so viele Dinge entdeckt, dass wir durch unseren Geist tatsächlich unser Umfeld schaffen. Das ist übers Elektron erklärbar. Ja, da kommt man ja heute auch mit Quantenphysik sehr nahe, wie das erklärbar ist. Genau. Das war mein letztes Interview, was ich da sehr viel Parallelen auch sehe, diese Gedanken und Ideen zu holen und dann zu manifestieren, in die Wirklichkeit zu bringen. Also das ist auch so eine Message. Kommt aber diese Message von unserer Änderung, vom neuen Denken, vom Bewusstseinsanstieg und Paradigmenwechsel und was man da auch alles hört, das sind ja Themen, die zu Massen im Internet sind. Aber sie sind ja in der Innererde, wirklich, was diese Themen anbelangt, auch das Mental, Geistige, vielleicht das Harmonische, die Liebe, schon ganz anders und mehr am Leben, wo wir heute noch miteinander kämpfen. Kommt da irgendwo, vielleicht auch an uns, die schon seit Jahren draußen sind und wirklich auch diese Message verbreiten wollen und was ändern wollen, gibt es da irgendwo eine,
wie soll ich sagen, ein Rat, ein Tipp, was können wir tun, damit wir Menschen erreichen? Oder mehr Menschen? Also mehr Menschen erreichen ist das einfach so zu sagen, ist sehr schwierig. Also wir erreichen niemanden, wenn wir missionieren gehen damit. Ja. Wir können nur erstmal an uns selbst was ändern und uns selbst stärker machen. Und ich denke, dass wenn wir stärker werden, erreichen wir auch Menschen. Also was ganz wichtig ist, das stelle ich immer fest, wenn Gedanken, Gefühle und Worte übereinstimmen. Also wenn jemand leere Hülsen predigt, der erreicht gar nichts. Aber wenn die Menschen spüren, wenn es gleichzeitig aus dem Herzen kommt, und das ist für mich eine ganz wichtige Botschaft. Also ich finde das, was du hier machst, wunderbar. Und ich denke, dass du viele Menschen erreichst, wenn beides übereinstimmt. Die Worte und das, was vom Herzen kommt. Die Authentizität, Ehrlichkeit, hinstellen, genau. Verantwortung übernehmen. Genau. Bei unseren Politikern merkt man es, wenn die ihre Reden halten, dass da kommt nichts vom Herzen. Das sind hohle Phrasen. Ja. Und genau. Und das ist ganz wichtig für so Menschen wie dich, die hier Szene 12 machen und Interviews durchführen und so weiter. Ich bin ja nur der den Kopf in die Kamera hält, aber im Hintergrund, ich kann meinen Kopf nicht in die Kamera halten, wenn da nicht auch Menschen mit Leidenschaft und Herz dabei sind. Genau, und wenn das dabei ist, dann erreicht man die Menschen. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Also, liebe Leute, Herz in die Hand und los geht's. Ja. hinzugehen und zu versuchen, zu missionieren, das bringt nichts, überhaupt nichts. Vorleben ist was ganz anderes. Ja. Genau, schön, schön gesagt. Was auch noch spannend ist, ist so, wir haben jetzt über das politische Politiker und es wird auch erwähnt, dass eben auch Kontakte mit den dunklen Außerirdischen oder mit den Reptos, vor allem, was du beschrieben hast, oder Alf, wie ist das? Man hört immer wieder, dass wenn man mit diesen Reptos Kontakt hat, die können uns, weil es könnte auch eine Lösung sein eigentlich, also die können uns nicht anlügen. Kann das sein? Ist das so? Also wenn irgendjemand, sei das Politik, Wirtschaft, egal wo, man hat das Gefühl und ich frage, bist du ein Repto? Und der soll nicht lügen können. Hast du da auch was gehört? Also ich kann nicht viel dazu sagen. Alf hat sowas auch mal angedeutet, okay. Dass das so ist. Ja, weil das war auch so aber eine Zuschauerfrage. Was ganz wichtig ist, meiner Ansicht nach, ist, dass die uns überhaupt nichts antun können. Die könnten uns nicht mal umbringen. Die könnten uns nichts tun. Sie brauchen menschliche Erfüllungsgehilfen und nur über die agieren die. Und ich finde, das zu wissen, das macht uns ganz schön stark. Sehr, sehr wichtig, ja. Das merkt man auch, sobald man nämlich mit Lächeln und Freude auf so ein Büro oder wo ich immer hinkommt, wo vielleicht solche Wesen sind, die reagieren ganz anders, als wenn ich muss auf die Steuerbehörde zum Beispiel und komme da mit Angst und Groll und Hass hin. Dann haben sie mich. Dann sende ich die Energie, die sie brauchen. Genau. Komme ich mit Liebe, dann gehen die ein, dann geht gar nichts mehr. Ja. Und das ist auch eine Erfahrung, die ich schon persönlich gemacht habe. Also bestätigt das eigentlich Alf auch. Ja. Weil das ist eine Lösung. Kommt in die Liebe, fangt an zu lachen, Freude zu haben an dem, was wir machen, auch wenn es nicht immer das Schönste ist, das ist nun mal das Leben. Aber Freude haben bei dem, was man macht. Und vielleicht auch hat, mal dankbar sein oder so. Ja. Das wäre noch so auch ein guter Tipp. Genau. Auch eine Frage, was noch interessant ist, die Zahlen so zu den Menschen. Es sind ja auch laut den Aussagen ca. 30.000 Menschen von der Obererde, die da rein können. Alf ist in dem Moment einer der Einzigen, der so detailliert Tagebuch geführt hat. Ist er auch einer der Einzigen, der Erlaubnis hat, das zu veröffentlichen? Oder wieso gibt es so wenig? Ja, es wird bestimmt eine ganze Menge veröffentlicht, nur anonym. Also, dass jemand offen auftritt, passiert sehr, sehr selten. Aber es passiert. Also ich weiß von zum Beispiel
von Frederik, denn der ist mit den, ihm hat Alf immer wieder mal auch zu tun in diesen Büchern. Mit ihm war er auch befreundet. Der war evangelischer Pfarrer. Der hat in seiner Kirche darüber gesprochen. Die Kirche wurde immer voller. Aber irgendwann hat es der Bischof erfahren und der ist geschmissen worden. Also ja, es ist halt problematisch, zumindest offen, für, wenn man beruflich davon abhängig ist, sowas schwierig. Besser nicht zu sagen. Ja, ja. Oder wir nicht langsam zu solchen Wissen eben stehen? Ja. Es ist wichtig, es ist jetzt die Zeit, ja. Die das... Oder Alf hatte in Innererde Kontakt mit einer Mongolin, die war hat an der Universität in Ulaanbaatar gearbeitet, hat dort auch über ihre Kontakte gesprochen und hat auch ihre Stelle verloren. Die war Dozentin dort. Sie lebt inzwischen, ist sie zu ihren Eltern gegangen, die Nomaden innerhalb der Wüste Gobi sind. Also eigentlich auch ein bisschen von diesem Druck auch geflüchtet, ja, in die Natur, ja, ja, und genau. Familie. Mhm. An diesem Punkt möchte ich eigentlich, möchte auch nicht weiter so darauf eingehen, du kannst nicht für andere Menschen so sprechen. Ich möchte wirklich diese Menschen, die da auch den Zugang haben oder gehabt haben, gefragt worden sind, dazu ermutigen, sich vielleicht bei mir oder auch bei einem Michael, bei einem Joe, egal wo, zu melden, damit wir das auch aufnehmen können, natürlich nach euren Wünschen auch anonym. Wir können wirklich hinter einer Schattenwand die Stimme verstellen, egal was. Aber ich denke, es ist wichtig, dass euer Wissen und eure Erlebnisse auch rauskommen, dass nicht Menschen wie die Christa auf weiter Flur alleine sind, ob schon es viele Menschen gibt, die eigentlich das Wissen auch haben und teilen können, vielleicht noch von anderen Aspekten und teilen in der inneren Erde. Würde mich sehr freuen, ja. Das wäre schön, also zur Unterstützung, und wir tun alles, dass eure Bedürfnisse, wie soll ich sagen, auch befriedigt werden, und anonym oder nicht, das machen wir so. Was auch ein Thema ist, ein bisschen ein anderes Thema, aber irgendwo halt, ich denke auch mit deinem Auftauchen da vor ein paar Monaten mit diesen Vorträgen und Interviews, ist auch ein anderes Thema massiv aufgetaucht. Ich finde es eigentlich, es ist Vertuschung auch, es ist Desinformation, sehr viel dabei, aber ich weiß es nicht und es entsteht Zweifel, die flache Erde. Was hältst du persönlich davon? Ist von Alf auch schon was darüber geschrieben? Gibt es eine Theorie? Also das Thema flache Erde war zu dem Zeitpunkt, wo Alf eingefahren wird, überhaupt kein Thema. Mhm. Ich weiß von Alf, dass er im Weltall war und dass er die Erde gesehen hat. Und wenn sie keine Kugel gewesen wäre, hätte er das garantiert erzählt. Aber ich will da gar nicht wissenschaftlich rein. Es gibt da solche Riesendiskussionen pro, contra und so weiter. Da schmeißt man sich gegenseitig irgendwelche Dinge an den Kopf. Das ist nicht mein Weg. Aber ich gehe es anders an. Ich sagte ja, mich haben von Anfang an schon, als ich auch noch wissenschaftlich tätig war, Dinge interessiert, die über dieses materiell Beweisbare hinausgehen. Und da ist für mich ein ganz, ganz starkes Thema der Torus zum Beispiel. Alles, was Leben hervorbringt, bildet einen energetischen Torus. Dazu gehören aber bestimmte Grundbedingungen. Und bei dem Flache-Erde-Modell ist diese Grundbedingung, dass sich da ein Torus bildet, überhaupt nicht gegeben. Da soll der Südpol außen sein und der Nordpol in der Mitte. Es kann sich kein Torus bilden auf diesem Gebiet. Das heißt, die Erde könnte kein Leben hervorbringen, wenn die Erde wirklich so aussehen würde. Das ist ein Ding. Das Zweite, das hat mich ganz, ganz stark beeindruckt. Es gibt, ich empfehle jedem, im Internet mal einzugeben, Sphärensignaturen der Planeten.
Und das sind so fantastische Bilder, die dabei entstehen. Man hat dort die Planetenbahnen untereinander mal gezeichnet. Und es entstehen so Dinge wie Blumen und alles Mögliche. Ja. Das ist so fantastisch. Das würde bei einer flachen Erde nach dem Modell, was derzeit so stark favorisiert wird, niemals entstehen. Es zeigt das ganze Modell von dem goldenen Schnitt, von den Frequenzen, alles, wie das alles. Also lohnt sich wirklich mal richtig anzuschauen, auch wer es nicht so interessiert, aber diese Bilder, was da geschieht nach Tausenden oder Millionen von Jahren, die mit dem Computer simuliert wurden, ist unwahrscheinlich, die schönsten geometrischen Formen. Ganz genau. Und wie gesagt, ich versuche das Ganze auf der energetischen Ebene aufzuzeigen. Die ist für mich persönlich viel aussagekräftiger als die ganzen Daten. Bei uns ist in der wissenschaftlichen Diskussion so viel falsch. Alleine, dass wir sagen, die Sonne ist so und so viele Kilometer von uns oder so und so viel Tausend oder Millionen. 130 oder so. Millionen ich habe es nicht so mit Zahlen entfernt. Sie ist weg. Das kann deshalb nicht sein, weil das eine lineare Berechnung ist. In der Natur gibt es nichts pur Lineares. Wir lassen ganz viele Dinge dabei außen vor. Also kann ich mit diesen Argumenten gar nicht kommen. Das ist verrückt. Aber ich habe mit jemandem darüber gesprochen, dass das unsere gesamte Wissenschaft ist pur linear aufgebaut. Und dann wurde mir gesagt, ja, das Nichtlineare kann man vergessen. Nein, man soll sich doch nur mal in der Natur umgucken. Was ist da linear? Nichts oder fast nichts. Genau, fast nichts. Ja. Gibt es eigentlich nicht. Gerade Linien und so, das gibt es wirklich nicht. Wir denken linear und wir sollten mal aufhören, linear zu denken, sondern das macht auf. Ja? Das würde aufmachen und das macht natürlich auch wenig Angst. Ja, da kommen Themen, die halt auch schmerzhaft sein können. Ich habe da noch zwei Personen, Wesen, wie soll ich sagen, und zwar das eine, ich wechsle nochmal das Thema, weil die Zeit ist schon wieder knapp. Die Lacerda, gibt es ein Interview im YouTube, ein sehr bekanntes, die sagt auch schöne Sachen und die lebt ja in der Kruste, irgendwo in Höhlensystemen. Ja, ist der Kontakt mit solchen Wesen und oberirdischen und interirdischen, ist das auch da? Ist die Lacerda, ist die echt? Also Alf hat von Inner Erde erfahren, das Interview ist echt. Okay. Das ist aber eine Spezies, die haben sich zurückgezogen. Die leben in einem riesigen Höhlensystem, aber die haben sich zurückgezogen. Die gehören zu einer Spezies, die auch mal die Erde versucht hat, hier versucht hat, Fuß zu fassen, uns ursprünglich mal auszubeuten. Es gab Konflikte mit den anderen, die dann kamen. Also hier sind mehrere verschiedene Spezies, die sich untereinander auch nicht grün sind. Und die haben sich dann irgendwann mal in ein Höhlensystem zurückgezogen. Ja, und Leute auch, so wie es tönt, auch in Frieden. Ja. Dann etwas Zweites, eben was heute wirklich auch ein großes Thema ist auf der Obererde. Wir haben selbst auch um den Silvester so eine Gruppe neu gemacht, die Anastasia-Gruppe, weil wir denken, es ist auch an der Zeit hier in der Schweiz, sich aufzumachen, so eine Lebensform, Land, Dorf, Familienlandsitz zu suchen, aufzubauen. Und die Anastasia wird ja auch beschrieben in den Büchern. Der Alf, hat er sie mal getroffen, hat er sie gesehen? Zweimal. Und die Anastasia ist ein Wesen von der Obererde, das ist richtig, hat einfach auch den Zugang in die Innererde. Sind Ihre Bücher die Vorstellung vom Leben in diesen Landsitzen und eben nur im Dorf organisiert und nicht Städte und zentralistisch und alles zusammen, ist das auch von der Innererde inspiriert, kann das sein? Nicht inspiriert, ich denke schon, dass sie ihre Anbindung an die Ahnen hat, weil wir alle mal so gelebt haben früher, als Innererde noch nicht abgeschottet war. Und in der Erde lebt. So, wer wissen will, wie die Menschen dort leben, braucht nur die Anastasia-Bücher zu lesen. Schön, habe ich mir doch gedacht. Ja. Weil das ist ja auch wieder schön, es trifft sich sehr viel, es lässt sich viel auch vergleichen. Ja, ganz viel.
Es ist wirklich toll und viele Menschen, die jetzt dich oder die Bücher hier noch nicht kennen, haben die Anastasia-Bücher gelesen, sind fasziniert von dem und man kann sagen, man kann das wirklich schön hier das Wissen, was über die Kontakte gekommen ist, auf der anderen Seite die neue Lebensformen, kann man sehr gut verbinden und dann vielleicht auch verstehen, wie wir hier, wir müssen ja nicht die kennen, um hier auf der Erde etwas anders zu machen und anders, wir haben es in uns. Ja, richtig. Und ich denke, mit diesen Büchern und auch möchte ich noch dem Alf danken. Du sagst auch eigentlich immer, wenn du am Interview bist oder an Vorträgen bist, ist er auch bei dir, damit du auch auf... Ja, ich bekomme manchmal sogar ganz kurzfristig noch Informationen, wenn ich nicht weiter weiß. Ja. Und da möchte ich natürlich noch darauf hinweisen, dass man die Bücher, vielleicht kannst du das auch sagen, wo kriegen wir die, wo, wenn jemand jetzt die zum ersten Mal sieht und die bestellen möchte oder kaufen möchte, wie komme ich am besten zu deinen Büchern? Also man kann sie bei uns über einen Verlag kaufen. Das ist ein Shop angegliedert. Das ist www.gartenweden-verlag.de. Werden wir dann noch einblenden. Ja, oder auch im normalen Buchhandel. Super, sind sie auch zu kriegen. Ja. Super. Die meisten haben sie zwar nicht vorrätig, da muss man es halt bestellen, aber es geht. Ja, wunderbar. Dann wünsche ich dir weiterhin sehr viel Erfolg. Ich freue mich noch, du hast heute bei uns noch einen Vortrag, freue mich sehr darauf und möchte dir natürlich auch danken für die Zeit, wo du hier bei uns im Tun bist, für die Auskunft, dass ich auch ein wenig kritische Fragen durfte über die Beweise. Ich denke, es ist wichtig. Ich danke für die mitgebrachten Beweise. Also es ist ja ein Stück und wir müssen auch alle wirklich verstehen, dass bei so einem Thema, es ist nicht greifbar. Wir haben hier jetzt endlich mal jemand, der sehr nahe dran ist, also näher als der Admiral Byrd für uns ist oder was auch immer, ist nicht mehr greifbar. Und in diesem Moment möchte ich auch aufrufen zu ein wenig Verständnis, dass wir diese Beweise noch nicht vorlegen können. Aber ich denke, das Wissen über dieses Thema ist jetzt erst am Aufbruch, weil es ist an der Zeit, dass wir Menschen auch auf der Oberfläche uns wandeln, eine neue Zeit einleuchten und vielleicht brauchen wir die innere Erde nicht, damit wir rein können, sondern einfach als Beispiel, wie wir es machen können. Und für das hast du dich als Sprachrohr bereit erklärt. Ja, mehr bin ich nicht, ein Sprachrohr. Vielen, vielen Dank, dass du die Arbeit machst. Die Bücher empfehle ich gerne und wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Zeit. Lest viel, informiert euch. Ich danke euch, Heino, für Sinne 12 TV. Danke, auf Wiedersehen. Thank you.